Hallo liebe Freunde, in diesem Video erfahren Sie, wie Sie ein nicht gespeichertes, beschädigtes oder verlorenes Microsoft Word Dokument, eine Microsoft Excel Tabelle oder ein PowerPoint Präsentation wiederherstellen. Dieses Video ist nützlich, wenn Sie das Dokument versehentlich geschlossen und vergessen haben, es zu speichern, das Programm abgestürzt ist oder der Laptop ausgeschaltet ist, bevor das Dokument, an dem Sie gearbeitet haben, gespeichert wurde, oder wenn beim Öffnen der Dokumentendatei, Tabelle oder Präsentation ein Fehler aufgetreten ist. Ich werde Wege aufzeigen, um Dokumente mit Microsoft Word wiederherzustellen. Aber für Excel und PowerPoint sind sie identisch. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Viele Menschen wissen, dass eines der Programme in der Microsoft Office im Falle eines plötzlichen Schließens die Wiederherstellung des Originaldokuments oder der automatischen gespeicherten Version der Dateien anbietet. Eine solche Datei wird beim nächsten Programm Start automatisch im Aufgabenbereich Document Recovery geöffnet. Um eine solche Datei wiederherzustellen, klicken Sie einfach auf den Pfeil neben der wiederherstellten Datei im Aufgabenbereich Dokument wiederherstellen und wählen Sie den Befehl Öffnen oder Speichern und klicken Sie einfach drauf. Diese Methode ist jedoch nur für den Fall relevant, dass die Microsoft Office unerwartet geschlossen wird, zum Beispiel infolge eines plötzlichen Herunterfahrens eines PCs oder Stromausfalls. Beachten Sie bitte, das Word, Excel oder PowerPoint bietet die Wiederherstellung von Dateien nur beim ersten Neustart nach einem Absturz an. Das heißt, wenn Sie Word geöffnet, geschlossen und dann erneut geöffnet haben, bietet es Ihnen nichts. Daher empfehle ich, beim ersten Start alles zu speichern, was für die weitere Arbeit benötigt wird. Was tun, wenn Sie das Dokument geschlossen haben, ohne es zu speichern? Ich habe zum Beispiel ein Dokument, mit dem ich gerade gearbeitet habe. Ich schließe es, möchte ich auf Anfrage die Änderung speichern, als ob ich versehentlich auf Nicht speichern geklickt hätte. Danach öffne ich mein Dokument erneut und stelle fest, dass die daran vorgenommenen Änderungen verschwunden sind. Um sie wiederherzustellen, machen wir folgende Schritte. Wechseln Sie zur Registerkarte Datei, Details. Ich finde unter Abschnitt Dokumentenverwaltung, Buchverwaltung in Excel oder Präsentationsverwaltung in PowerPoint. Und ich sehe, dass die Version meines Dokuments, die ohne Speichern geschlossen wurde, darin angezeigt wird. Wenn die Liste mehrere Elemente enthält und Sie nicht wissen, welche gespeichert werden sollen, achten Sie auf das Datum und die Uhrzeit der Erstellung automatisch gespeicherter Dokumente. Dies hilft Ihnen zu verstehen, welche Datei wiederhergestellt werden soll. Wenn Sie mehrere Versionen derselben Datei sehen, ist es wahrscheinlich sinnvoll, die neuesten zu öffnen, da sie die neuesten Änderungen enthält. Ich klicke drauf und sehe, dass dies nicht die gespeicherte Version Dokumenten ist. Klicken Sie auf Wiederherstellen. Okay. Nicht gespeichertes früheres Dokument, Tabellenkalkulation in Excel oder Präsentation in PowerPoint wurde wiederhergestellt. Beachten Sie jedoch, dass das Programm so konfiguriert sein muss, dass es automatisch speichert, damit nicht gespeicherte Dokumente wiederherstellt werden können. Standardmäßig sind sie in allen Programmen oder Microsoft Office Suite aktiviert, um sie zu testen. Gehen Sie zu Datei Optionen Speichern. Stellen Sie sicher, dass unter Dokumente speichern die Kontrollkästchen aktiviert sind. Speichern Sie die neuesten automatisch gespeicherte Versionen beim Schließen ohne zu speichern. Alle automatisch speichern. Hier ist die Standardeinstellung normalerweise 10 Minuten.
Ich empfehle, den Mindestwert auf eine Minute zu setzen. Wenn Ihr Computer während der Arbeit mit einem Dokument, einer Tabelle oder einer Präsentation heruntergefahren oder neu gestartet wird, wenn Sie das Dokument zum ersten Mal geöffnet haben, haben Sie das vom Programm vorgeschlagene Dokument nicht wiederhergestellt und nachdem Sie das Angebot zur Wiederherstellung erneut geöffnet haben, ist es nicht mehr vorhanden. Dann gibt es einen anderen Weg, um es wiederzuherstellen. Wir machen dafür folgende Schritte. Gehen Sie zur Datei Optionen Speichern. Im Abschnitt Speichern von Dokumenten, Büchern oder Präsentationen finden Sie den Punkt Datenkatalog für die automatische Wiederherstellung. Alle automatisch gespeicherten Dateien der geöffneten Anwendung werden im angebotenen Ordner gespeichert. Lassen Sie uns drauf eingehen. Kopieren Sie dazu den Pfad in den Ordner und fügen Sie ihn in den Windows-Dateimanager ein. In einem geöffneten Ordner werden alle Kopien von Dateien gespeichert, die beim automatischen Speichern erstellt wurden. In Ihrem Namen ist das Wort Autosaved oder automatisch gespeichert erhalten. Kopie nach gespeicherter Dateien. In Ihrem Namen befinden sich ein Wort Unsaved oder nicht gespeichert. Sie finden die richtige Anhand des Namens und des Änderungsdatums. Sie können solche nicht gespeicherte oder automatisch gespeicherte Dateien mit dem Programm öffnen, mit dem sie erstellt wurden, Word, Excel oder PowerPoint. Öffnen Sie die letzte automatisch gespeicherte Kopie unserer Datei. Datei wurde wiederhergestellt. Wenn Sie die erforderlichen Dateien eines nicht gespeicherten oder automatisch gespeicherten Dokuments, Tabellenkalkulation oder Präsentation im Datenverzeichnis für die automatische Wiederherstellung nicht gefunden haben, können Sie auch versuchen, sie mit Hilfe von Hetman Partition Recovery wiederherzustellen. Möglicherweise finden Sie nicht im angegebenen Ordner, da die automatisch gespeicherte Datei oder eine Kopie eines nicht gespeicherten Dokuments vor langer Zeit erstellt wurde und das Programm sie bereits gelöscht kennt. Um sie wiederherzustellen, machen wir folgenden Schritt. Starten Sie Hetman Partition Recovery. Scannen Sie damit die Festplatte, auf der sich das Datenverzeichnis für die automatische Wiederherstellung befindet, standardmäßig Laufwerk C. Wenn infolge der Schnittprüfung die erforderlichen Dateien im Zielordner nicht gefunden wurden, analysieren Sie Ihre Festplatte mit Hilfe der vollständigen Analyse. Wählen Sie nach Abschluss der Analyse Dateisuche aus, indem Sie auf das entsprechende Programmsystemsymbol klicken. Suchen Sie nach erforderlichen Dateien anhand Ihrer Erweiterung. Beachten Sie, dass das automatische Speichern von Dateien und Kopieren nicht gespeicherter Dateien die folgenden Erweiterungen aufweist. Für Word ASD, für Excel XLSP, für PowerPoint PPT. Diese Erweiterungen finden Sie in der Beschreibung des Videos. Wählen Sie die gewünschten Dateien aus und fügen Sie sie in der Wiederherstellungsliste hinzu. Klicken Sie anschließend auf Wiederherstellen und geben Sie die Wiederherstellungsoption an. Fertig. Dateien wurden wiederhergestellt. Anschließend können Sie sie öffnen und prüfen, ob sich unter Ihnen diejenigen befinden, die wiederhergestellt werden mussten. Wenn Ihr Dokument, Ihre Kalkulationstabelle oder Ihre Präsentation infolge einer PC-Fehlfunktion oder nach der Wiederherstellung von Hetman Partition Recovery beschädigt ist und Sie auf einen Fehler beim Öffnen stoßen, können Sie es auf folgende Weise wiederherstellen. Starten Sie das Microsoft Office-Programm selbst, in unserem Fall Word. Öffnen Sie andere Dokumente. Übersicht. Wählen Sie im Pop-up-Menü rechts in der Zeile Dateiauswahl die Option Text aus einer beliebigen Datei wiederherstellen. Wählen Sie eine beschädigte Datei. Wählen Sie im Pop-up-Menü unter Öffnen und Wiederherstellen. Speichern Sie die wiederherstellte Datei an einem geeigneten Ort. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, abonnieren Sie den Kanal, stellen Sie Fragen in den Kommentaren,
keine wird unbeantwortet bleiben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.